weit über 6.000 Zuschauer feierten bereits am Sonntag, den 27. Oktober 2013, den 50. Leonardi-Ritt in Unterammergau. Die Rosserer, so wie hier die Pferdebesitzer genannt werden, marschierten gemeinsam in einem fantastischen Umzug zur Wallfahrtskirche Heiligblut, wo Ross und Reiter gesegnet wurden. Musikalisch wurde dies von den ortsnahen Blaskapellen begleitet, die als Gesamtband zum Abschluss auf dem Dorfplatz dem Ganzen ein Sahnehäubchen aufsetzten. Weihbischof Dietl sagte dazu: Also wir feiern heute hier den Leonardi-Ritt zum 50. Mal, also ein Jubiläum für das Dorf und für die ganze Umgebung. Und mit aller Pracht und mit allem Aufwand wird das Jahr für Jahr gefeiert. Und dann dazu einen Gottesdienst, wo dann die Leute zu Hunderten, zu Tausenden vielleicht sogar teilnehmen. Es ist Jahr für Jahr etwas Großartiges. Und da kann man sich dann nur freuen und mit Freude daran teilnehmen. Und wenn Sie das jetzt irgendwo Bilder gesehen haben von diesem Leonardi-Ritt, dann sei von hier aus, von Unterammergau aus, ein Gruß an Sie alle und Gottes Segen. Alles in allem ein gelungenes Fest für Jung und Alt. Dies war ein Beitrag von Waldemar Herzog.